Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Sportfreunde Lotte hier im Primo-Stadion vor dem Spiel beim FSV Zwickau am Samstag um 14 Uhr. Begrüßen darf ich unseren Trainer Nils Rube und unseren Torwart Steve Kohl. Steve, die erste Frage an dich. Du bist einer der besten Torhüter der dritten Liga seit 444 Minuten, glaube ich, ohne Gegentor. Ist das ein Verdienst der Männer vor dir auch und des Torwarttrainers Henning Schubert oder wie siehst du das? Ja, ich sehe es erstmal so, dass wir da auf jeden Fall die ganze Mannschaft seinen Teil dazu beiträgt. Das fängt vorne beim Stürmer an und endet bei mir hinten. Und dementsprechend kann man das jetzt nicht nur auf mich reproduzieren. Mhm. Viermal hintereinander zu Null, das letzte Gegentor am 25. Januar, glaube ich, gegen 1860 München. Du warst zweimal in der Kicker-Elf des Spieltages. Registrierst du das oder ist das nebensächlich für dich? Man kriegt das schon mit, aber das ist jetzt nicht mein Hauptfokus, da jedes Wochenende in der Kicker-Elf des Tages oder sonst wo zu stehen. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft gut spielen und da so schnell wie möglich die Punkte sammeln. Und das funktioniert ja in letzter Zeit. Ne? Zum Glück. 4-4 zu Null. Ja, Nils, ihr legt viel Wert auf Abwehrarbeit. Im Angriff habt ihr bisher 23 Tore erzielt. Gilt bei euch das Motto Sicherheit zuerst? Könnte man meinen, ne? wenn man die Statistiken liest. Vielleicht, ich meine, Steve ist zwar Torwart und hat nicht immer so viel mit Mannschaftstraining zu tun, weil die natürlich auch sehr individuell und separat trainieren, aber sonst müsste man halt einfach mal einen Spieler fragen, wie weit auch die Trainingsarbeit gewichtet ist, ob wir mehr mit Ball, ob wir mehr gegen den Ball trainieren. Ich glaube, es hält sich komplett die Waage. Ist aber einfach natürlich der Tatsache geschuldet, dass gerade in der Anfangszeit der Fokus sehr darauf gelegt wurde, eine Stabilität sich zu entwickeln und erstmal eine gute Struktur, eine gute Ordnung zu haben. Paradox dann, wenn wir irgendwie in Karlsruhe auch mit dem 3-1 im ersten Spiel irgendwo am meisten Tore gemacht haben. Aber es ist mit Sicherheit erstmal ein Fakt, das muss man so anerkennen. Aber ich glaube, die Tendenz ist insofern positiv, dass zwar die Null im Moment noch vorne steht, aber dass wir uns deutlich mehr Torchancen herausarbeiten in den letzten Wochen und in den letzten Spielen. Und das ist eine Entwicklung, die wir natürlich auch forcieren. Ja, bitte eure Fragen und sprecht bitte in das Mikrofon. Ja, Nils, erstmal die Standardfrage, wie sieht es personell aus? Gibt es verletzungsbedingt irgendwelche Ausfälle für das Spiel in Zwickau und wie wird dann der Kader aussehen? Ja, bei Giron muss man sehen, der hat bisher noch nicht wieder im Mannschaftstraining oder hat noch nicht wieder am Mannschaftstraining daran teilgenommen, soll heute einsteigen, so wie es aussieht. Ob es dann reicht für Zwickau, muss man sehen. Parallel dazu. Bei Giron Alassane. Giron, genau. Parallel dazu muss man sehen, ob Sascha Hertel auch schon wieder so weit ist. Der hat auch nur Teile des Mannschaftstrainings absolviert, weil er Oberschenkelprobleme hat. Und insofern werden wir auf der Linksverteidigerposition noch mal ein bisschen schauen, wie wir die besetzen, ob die beiden schon wieder so weit sind, ob einer von ihnen schon wieder komplett spielfähig ist, weil es ist vollkommen klar, du musst bei 100% sein in diesem Spiel, weil das alles abverlangen wird, was Intensität, Zweikampfverhalten, Spiel um zweiten Ball angeht. Ansonsten personell, klar, gibt es immer wieder Spieler, die dosiert werden müssen, aber wir müssen heute auch nochmal das Training abwarten, weil wir haben ja letztendlich irgendwo auch noch 2 Tage bis Samstag. Sag kurz was zum Gegner. Ich habe das Spiel letzte Woche in Kaiserslautern mir mal angeguckt, da haben sie mit Viererkette gespielt, zu Hause machen sie ja meistens Dreierkette und vorne 2 Stürmer. Wie erwartest du sie und ja, was wird wichtig sein, um in Zwickau zu bestehen? Ja, wir haben auch schon versucht, irgendwie ein Muster rauszufinden, ob sie irgendwie mit drei spielen, wann sie mit 4 spielen. Hängt, glaube ich, auch ein bisschen immer was damit zusammen, wer gerade so oder wen er gerade auf dem Feld haben will, welchen Spielertypus. Es entscheidet sich nur so in Kleinigkeiten halt von der Grundordnung her, wie man gegen sie spielt. Wenn sie mit 4 spielen, spielen sie auch eher tiefer strukturiert, um dann halt mit den beiden Außenverteidiger eher eine Viererkette zu bilden, also eine tiefe Viererkette zu bilden, anstatt irgendwie hochgeschobene Außenverteidiger zu haben. Wir werden auf beides vorbereitet sein. Ansonsten ist, glaube ich, Zwickau eine mit der erfahrensten Mannschaften in der Liga, wenn man sich die Altersstruktur anschaut und wenn man sich anschaut, wer in der Startelf steht. Physisch sehr robust, zweikampfstark.
eine tolle Mentalität, geben nie auf. Auch nach Rückschlägen geben sie nie auf, egal ob Gegentreffer oder vielleicht auch mehr Negativergebnisse wie bei uns im Hinspiel. Und das ist mit Sicherheit eine Mannschaft, die eine sehr gute Struktur und eine gute Stabilität verfügt. Wenn du auf deine eigene Mannschaft und die Ergebnisse schaust, du hast es ja gerade gesagt, ihr habt lange zu Null gespielt, habt also mindestens immer einen Punkt geholt, aber so richtig hinten weggekommen seid ihr auch noch nicht, ne? Weil die anderen Mannschaften ja auch gut gepunktet haben im Keller jetzt. Nervt das eigentlich oder macht das irgendwie nervös, weil man ja sagen könnte, okay, wenn es normal gelaufen wäre, hätten wir jetzt vielleicht schon 10-12 Punkte Vorsprung auf die kritischen Ränge? Ja, es ist der Liga geschuldet. Also ich glaube, dass in dieser Liga jede Mannschaft jeden Gegner schlagen kann. Also da ist keine Mannschaft komplett abgeschlagen, da ist keine Mannschaft aber auch schon durch. Das haben wir selbst schon unter Beweis gestellt, dass wir auch Mannschaft von ganz oben in der Lage sind zu kontrollieren und zu schlagen. Also insofern, ich bin mir bewusst, dass es alles bis Mitte Mai gehen wird, dass wir bis Mitte Mai wahrscheinlich um jeden einzelnen Punkt kämpfen werden. Dessen bin ich mir aktuell bewusst, war ich mir aber auch von Anfang an schon bewusst. Und ich glaube, dass wir grundsätzlich irgendwo ja immer irgendwie so einen Tanz auf der Rasierklinge haben, so nenne ich das mal, dass wir einfach so ein Spiel, um ein Spiel vorzeitig zu entscheiden, fehlt, glaube ich, vielen Mannschaften auch so das Komplettpaket. Also das geht ja nicht nur uns so, sondern ich sehe ja kaum mal deutliche Ergebnisse in dieser Liga. Klar, das kann mal immer ein, zwei Tore sein, weil dann nochmal eine Umschaltsituation passt. Aber das Komplettpaket meine ich halt eine komplette defensive Top-Struktur, dann eine hohe individuelle Qualität, dann aber auch ein Herausspielen von Torchancen. Also es ist ja keine Mannschaft, die in allen Bereichen so überragend ist, dass sie hier die Liga dominiert. Ja, das ist auf der einen Seite Fakt, auf der anderen Seite ist es ja auch für uns eine tolle Situation, weil klar, man kann jetzt sagen, vielleicht der eine oder andere sagt, oh, das sind ja unterschiedliche Stimmen. Der eine oder andere sagt, oh, das ist aber richtig eng hinten, wenn ihr mal ein Spiel verliert, dann seid ihr aber direkt ganz weit unten. Dann gibt es wieder Stimmen von der Telekom, die sagen, ach, jetzt seid ihr ja schon, seid ihr ja so stabil, wie geht ihr jetzt die restliche Saison an? Was passiert denn jetzt? Was habt ihr euch denn für Ziele gesetzt? Jetzt habt ihr den Klassenerhalt geschafft. Also das sind so Stimmen, die dann alle auf einen einprasseln. Aber ganz ehrlich, wir beschäftigen uns weder mit dem einen noch mit dem anderen. Weil für uns geht es einfach nur darum, wir sind selbstbewusst genug und mutig genug, wir können wirklich in jedem Spiel punkten. Das ist Fakt und das haben wir uns auch vorgenommen. Und aber wir wissen, was wir in jedem Spiel machen müssen und wir denken auch nur von Spiel zu Spiel, das wiederhole ich immer wieder. Und so leben wir es auch. Also wir wissen, dass wir selbst genug oder wir sind selbstbewusst genug und wissen, dass wir stark genug sind, um in Zwickau zu punkten. Und dann geht es einfach darum, eine gute Stabilität zu haben, sich weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, sich nie damit zufrieden geben, was wir bis jetzt erreicht haben. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, ich weiß, aber ja, das ist halt so, weil mich das irgendwie so ein bisschen auch irgendwo, ich will nicht sagen nervt, aber ich meine, es gibt immer so viele Geschichten, auch von Presseseite oder um die Mannschaft herum. Also wirklich, wir leben nur im Hier und Jetzt und uns geht es nur darum, irgendwie sich peu à peu weiterzuentwickeln und nie zufrieden zu geben. Wenn wir das schaffen, als Mannschaft auch wirklich konsequent weiter knallhart zu arbeiten, uns nicht zufrieden zu geben bei allem das, was jetzt auf uns einprasselt, das ist ja vollkommen normal. Wenn man erfolgreich ist, dann wird man auch seine Ziele erreichen. Was ist denn, wenn sowohl Al-Azami als auch Hertel ausfallen? Wer könnte denn da... Ja, dann haben wir mit Sicherheit Alternativen auf der Außenverteidigerposition mit Langlitz, Schulze, Felix Trinkhut ist ein Spieler, der das schon mal gespielt hat in Norderstedt. Also da gibt es mit Sicherheit Alternativen, die der Kader hergibt, die diese Position 1:1 übernehmen können. Eine Frage noch an Steve Kroll. Du hast noch ein Jahr Vertrag hier, hast dich jetzt in der Saison zum Drittliga-Stammkeeper, zu einem guten, wie wir gerade auch nicht unter anderem gehört haben, entwickelt. Siehst du Lotte auch für dich ein bisschen als Sprungbrett für deine Karriere und wo soll es denn noch hingehen? Du hast ja noch ein paar Jährchen vor dir. Ja, ich denke erstmal ist wichtig, dass wir die Saison auch positiv abschließen. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, ich habe noch Vertrag über das Jahr hinaus, über die Saison. Und daher mache ich mir im Moment erstmal gar keine Gedanken, was den Sommer betrifft. Perspektivisch? Also, wo bist du in 3 oder 5 Jahren? Ja, perspektivisch, da immer klar, ich
bin jetzt ein junger Torhüter in der dritten Liga. Klar hat man da Ziele, noch weiter nach oben zu kommen. Und das ist natürlich auch mein Ziel. Ja, Steve, ich hatte vorhin schon mal nach Henning Schubert gefragt. Welchen Anteil hat er an deiner Entwicklung, an der Entwicklung der letzten Monate oder dieser Saison? Ja, ich denke, da hole ich mir auch mal die anderen zwei, also jetzt zwei Torhüter ins Boot, dass wir auch gerade mit Henning gut kommunizieren können, dass wir ihnen sagen, wenn wir speziell das trainieren wollen oder das trainieren wollen, dass das immer in Absprache sehr gut funktioniert. Auch was die anderen zwei Torhüter mit Norman und Tobi betrifft, wir unterstützen uns da alle gegenseitig und das sind natürlich alles Sachen, die zur positiven Entwicklung beitragen. Was war dein schlimmstes Spiel in dieser Saison? Und da muss ich nicht lange überlegen. Da kann ich direkt mal den zweiten Spieltag gegen 1860 rausnehmen, wo wir leider, ich sag's mal so sang- und klanglos, untergegangen sind. Und das Beste sicherlich hier das 3:1 gegen den KSC, ne? Ja, ich denke, ich habe einige gute Spiele auch gemacht, aber um eins hervorzuheben, war es sicherlich das Hinspiel gegen Karlsruhe. Elfmeter gehalten, ne? Und ja. Das Beste kommt hoffentlich noch. Ja, so wie er in Form ist, also da kann man eigentlich nur guter Dinge sein.